Am Beginn vermitteln wir Ihnen heute Feierstimmung. Eine große Skiparty steigt heute in Hinterstoder beim Radio Oberösterreich Schneefest auf den Hutterer Böden. Mit vielen Publikumslieblingen, jede Menge Action und mit unserem Kollegen Roland Huber. Roland, wie ist denn die Stimmung bei euch? Die Stimmung ist großartig. Ich denke, sie könnte nicht besser sein. Ein Hit jagt den anderen. Seit fast 3 Stunden geben sich hier auf der ORF-Showbühne Stars der Schlager- und Volksmusikszene die Mikrofone in die Hand. Angefangen von den Grubertalern, Melissa Naschenweng, bis hin zu den Zillertalern, den jungen Zillertalern, die derzeit einen wahren Höhenflug erleben. Das Radio Oberösterreich Schneefest hat sich längst zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Die Fans reisen aus allen Himmelsrichtungen an. Ich habe Tiroler getroffen, Steirer, auch aus Bayern sind Gäste da. Und alle sind so richtig in Feierlaune. Und wir werden im Laufe der Sendung noch einmal nach Hinterstoder schauen. Und wir bleiben beim Schnee. Es war eine Skiparty bei Kaiserwetter, die in Hinterstoder noch lange nachklingen wird. 5.500 Besucher feierten auf der Höss beim Schneefest von Radio Oberösterreich. Nicht nur Schlagersängerin Melissa Naschenweng rockte die Bühne. Die jungen Zillertaler packten ihre Nummer 1 Hits aus. Und die Flieger, 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 zum Start. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen. Die jungen Zillertaler lassen es kurz bevor die Sonne untergeht so richtig krachen. Für die drei Tiroler könnte es derzeit nicht besser laufen. Das neue Album Partykracher geht durch die Decke. Drei Generationen feiern hier auf den Hutterer Böden in Hinterstoder ein rauschendes Fest. Strahlende Gesichter überall. Radio Oberösterreich hat es möglich gemacht. Wir haben 5.500 Gäste. Und wie man sieht, alle sind begeistert. Die Familien, die Kinder und auch wir von den Bergbahnen. Es ist heute wirklich ein gelungenes Fest. Es war einfach super. Also das Programm und die Leute und es war einfach klasse. Der Funke ist sofort übergesprungen und wir haben eine ganze Stunde richtig Gas geben können. Und da können wir nur Danke sagen an das tolle Publikum. Perfekt war es natürlich. Wir sind Mittag einer und haben das noch voll genossen zum Skifahren und dann natürlich die Musik und das Rundumatum, das Rahmenprogramm von Radio Oberösterreich. Am Nachmittag sorgt Schlagersängerin Melissa Naschenweng für Stimmung. Wo sie hinkommt, fliegen ihr die Herzen zu. Sie ist sehr super. Was taugt Ihnen besonders an ihr? Ja, Ausstrahlung. Und sehr hübsch ist sie. Was gefällt Ihnen? Sie haben sie vorher noch nicht gekannt, aber sie taugen schon. Sie ist der weibliche Gabalier, haben wir gerade festgestellt. Die Lieder, die gefallen mir einfach so, weil das mit der Ziehharmonika, das ist so cool. Es ist gar nicht so einfach, wenn man mit eigenen Liedern zum ersten Mal irgendwo hinkommt. Aber ich bin nur so herzlich empfangen worden und ich fange immer traditionell mit der Steirischen an. Und ich bin mittlerweile draufgekommen, auch Steirische funktioniert immer. Auch abseits der Bühne spielt es sich ab. Die Besucher genießen das Kaiserwetter in vollen Zügen. Das Radio Oberösterreich Schneefest 2018, ein Fest, das in Hinterstoder noch lange nachklingen wird.